Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Ich sitze da, wo der Alois aufgehört hat und habe nicht die strafrechtliche Brille auf, sondern die gesundheitsbehördliche. Das ist wirklich nicht immer einfach, so wie es du dargestellt hast, aber wir schauen, dass wir sie hinkriegen. Mein Thema ist Ablauf, Risikobeurteilungen und Chancen. Das kennt schon vom Vormittag. Chancen gebe ich euch wahrscheinlich als Hausaufgabe mit, oder? Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das war der bisherige Ablauf und jetzt wirklich nur beim Eigengebrauch, das heißt für den eigenen Gebrauch und den Gebrauch eines anderen ohne Vorteil. Und da möchte ich nur mal betonen, eines anderen heißt nicht als Zählwort ein anderer, sondern das können mehrere auch sein. Das wird dann gewertet und der Vorteil ist eh schon diskutiert worden. Die Schule allerdings einschränkend dazu, nur wenn sie mit dem internen Management nicht fertig geworden ist. Das Bundesheer und andere haben früher schon das eskaliert an die Gesundheitsbehörde und nicht an die Polizei. Und die hat dann eine Begutachtung durch einen hinreichend vertrauten Arzt, hast so schön, die Regel ist, dass die Amtsärztin beauftragt, eine Begutachtung zu machen mit der Fragestellung, sind gesundheitsbezogene Maßnahmen notwendig und wenn ja, welche? Und wenn welche notwendig waren, dann hat die Gesundheitsbehörde eine Hinwirkungsverpflichtung zu erforderlichen gesundheitsbezogenen Maßnahmen gehabt oder hat. Das heißt, die Hinwirkungspflicht unterscheidet sich, das ist keine Auflage, ja, wie es jetzt im strafrechtlichen Setting ist, sondern es ist eine Hinwirkung. Ja. Das heißt, wenn der das nicht tut, ist das auch so. Es gibt keine Zwangsbehandlung in dem Kontext. Ja. Allerdings, und da kommen wir ein bisschen in den Zwang rein, den Spagat hat da alles schon gerissen, dann wird es eskaliert an die Staatsanwaltschaft und die sagt dann vorläufiger Rücktritt, Probezeit und optional Anordnung oder Auflage der gesundheitsbezogenen Maßnahme. Wenn das auch nicht gemacht wird, dann gibt es sozusagen da noch die dritte Stufe vom Gericht, also wenn sich der da beharrlich entzieht, dann sozusagen gibt es noch die Gerichtsmöglichkeit und da kann es dann zu einer Verurteilung kommen, aber auch zu einer vorläufigen Einstellung, wiederum mit optionaler Anordnung einer gesundheitsbezogenen Maßnahme. Und was mir jetzt schnell reingekommen ist, das linke Eck da, ist sozusagen jetzt die Ausweitung. Das heißt, diese Regelung, die vorher für Schule, Bundesheer und andere gelten hat, gilt jetzt für alle Behörden, auch für die Polizei. Das heißt, in diesem Fall geht die Meldung an die Gesundheitsbehörde, das ist da der Pfeil um mich, also über den Pointer. Das ist der Pfeil mit der Mitteilung an die Gesundheitsbehörde und die Staatsanwaltschaft kriegt nur einen Abtretungsbericht. Die Tier wollte man sie offen lassen, dass man sagt, die Staatsanwaltschaft kann natürlich die Möglichkeit haben, da Nachermittlungen, wenn sie das für notwendig hält, zu beauftragen an die Polizei, weil man schon sagen muss, dass das ein Paradigmenwechsel in der Diversion ist, das gibt es sonst nirgends im Strafrecht, dass die Polizei über die Diversion entscheidet. Das macht normalerweise die Staatsanwaltschaft oder das Gericht. In diesem Fall ist man dazu übergegangen, zu sagen, nein, schon die Polizei entscheidet, ob es Eigengebrauch ist oder nicht, weil das ist natürlich eine Bewertung. Wie schaut es jetzt aus bei anderen? Also da waren wir jetzt nur im Bereich des Eigengebrauchs, also nur für den eigenen Gebrauch oder den Gebrauch eines anderen ohne Vorteil. Wie schaut das Vorgehen jetzt bei SMG-Anzeigen insgesamt aus, nach 27 bis 31a? Ich habe jetzt das ein bisschen sozusagen mit einer genommen, weil 30 bis 31 ist eigentlich nicht drinnen. Das ist schon richtig, die psychotropen Substanzen sind eigentlich nicht in der Diversion drinnen. Es gibt aber in Oberösterreich das Agreement mit der Staatsanwaltschaft, dass die psychotropen Substanzen da ähnlich behandelt werden und auch da eine Anfrage an die Gesundheitsbehörde kommt. Aber das ist ein Agreement, wie gesagt. Da gibt es polizeiliche Ermittlung und einen Abschlussbericht. Dieser Abschlussbericht geht an die Staatsanwaltschaft einerseits und andererseits auch an die Gesundheitsbehörde. Da wieder dasselbe, unabhängig der Staatsanwaltschaft, muss die Gesundheitsbehörde zeitnah tätig werden und sagt, wann also Suchtgiftmissbrauch vorliegt, dann sozusagen gibt es da eine Begutachtung durch die Amtsärztin und wenn gesundheitsbezogene Maßnahmen notwendig sind, dann wirkt sie hin zu diesen erforderlichen gesundheitsbezogenen Maßnahmen. Dasselbe Spiel, wenn der oder die nicht zur Begutachtung kommt oder nicht die Maßnahmen macht, wird eskaliert in die Staatsanwaltschaft. In der Zwischenzeit kann es dann sein, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren ebenfalls nach der Diversion behandelt und anfragt dann die Gesundheitsbehörde um eine Stellungnahme, ob und wenn ja, welche gesundheitsbezogene Maßnahmen notwendig sind. Dann gibt die Gesundheitsbehörde eine Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft und schließt gleichzeitig ihr Verfahren oder ihre Hinwirkung ab und tritt das Verfahren zurück quasi
an die Staatsanwaltschaft, dass sie bereits begonnen hat. Da wieder die Eskalationsstufen, das heißt, wenn das nicht gemacht wird, beharrliche Entziehung, kommt das Gericht einer, gibt es ebenfalls die Möglichkeiten der Verurteilung oder auch der vorläufigen Einstellung mit einer optionalen Anordnung von gesundheitsbezogenen Maßnahmen. So schaut dieser Ablauf aus und dieser Ablauf ist zumindest im Bereich jetzt der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz schon relativ lang so und wir haben auf Bundesebene immer wieder thematisiert, dass dieser Ablauf der Begutachtung und die Ergebnisse der Begutachtung extrem unterschiedlich in den Bezirksverwaltungsbehörden sind. Ja? Wir haben Bezirksverwaltungsbehörden, die bei Cannabis-Anzeigen 100% Maßnahmenhinwirkung haben. Wir haben Gesundheitsbehörden, die im Cannabis-Bereich bei den Anzeigen ungefähr 5% haben. Ja? Also wie gibt es das? Ja? Weil da sehr unterschiedlich sozusagen das eingeschätzt wird und weil wir verschiedene Glaubensgrundsätze dahinter haben, ich sage es jetzt einmal so pointiert. Ja? Deswegen haben wir auf Bundesebene mit dem Gesundheitsministerium zusammen ein Handbuch erarbeitet und das Gesundheitsministerium hat das dann als Leitlinie für die Gesundheitsbehörden ausgegeben. Das heißt sozusagen, das muss man auch im Hintergrund verstehen, das Gesundheitsministerium ist da nicht strukturiert, wie zum Beispiel das Justizministerium oder das Innenministerium, dass sie sagt, und wenn das jetzt Standard ist, dann gibt es einen Erlass und dann ist der bindend für alle nachgereihten Dienstorganisationen, sondern das Gesundheitsministerium sagt, wir arbeiten nach State of the Art. Und es ist nicht sozusagen dann ein Erlass, sondern es ist eine Leitlinie. Wir sagen die Leute, wie es tun sollen. Ob sie es dann dann oder nicht, das ist sozusagen einfach ein Usus, der aus dem medizinischen Bereich kommt. Ja. Aber es gibt ein Handbuch für die Vollziehung des § 12 Suchtmittelgesetzes auf Bundesebene und wir haben auf, sozusagen da drinnen diskutiert zwei bestimmte Pole, das sage ich noch vorher, zwei bestimmte Pole. Es hat sozusagen die Meinung gegeben, des Innenministeriums zu sagen, jeder, der nach dem Suchtmittelgesetz anzeigt wird, braucht eine Maßnahme, wer hat Suchtgift konsumiert. Und dann hat es die Meinung gegeben des Gesundheitsministeriums, das gesagt hat, nur die, die abhängig sind oder die einen schädlichen Gebrauch im Sinne der Diagnostik nach ICD haben, brauchen eine Maßnahme, weil warum sollte jemand, der nicht krank ist, behandelt werden? Ja? Und dann ist sozusagen das dazwischen der Kompromiss rausgekommen, dass man gesagt hat, die Notwendigkeit gesundheitsbezogener Maßnahmen besteht bei Personen mit erhöhtem Risiko. Ja? Das ist quasi das dazwischen. Ja? Also der ist noch nicht krank, aber auch nicht jeder. Und das ist ein Risikoprofil, das sowohl risikoreiche Verhaltensweisen als auch Persönlichkeitsmerkmale betrifft, die aber auch risikobehaftete Umgebungsfaktoren berücksichtigt. Ja? Und dann natürlich diejenigen, die Diagnose nach ICD-10 orientieren, also schädlicher Gebrauch oder abhängig sind. Ja? Keine gesundheitsbezogene Maßnahme ist geboten bei Probierkonsumentinnen mit ausreichenden psychosozialen Ressourcen oder bei experimentellem Konsum in der Vorgeschichte und bei erwachsenen, sozial integrierten Personen mit gelegentlichem Suchtgiftkonsum. Das berücksichtigt sozusagen wesentlich die Cannabiskonsumentinnen. Die Einschätzung muss dann noch getroffen werden, ob die vorgeschlagene Maßnahme zweckmäßig, sinnvoll, durchführbar und nicht offensichtlich aussichtslos ist. Wir haben dann gesagt, auf Landesebene, dieses Handbuch des Gesundheitsministeriums geht in manchen Punkten nicht eindeutig und konkret auf Standards ein und deswegen wollen wir diesen Spielraum, der dann für die Bezirksverwaltungsbehörden noch da war, konkretisieren, um in Oberösterreich einen einheitlichen Vollzug dieses § 12 Suchtmittelgesetzes zu erreichen und haben auf Landesebene eine Richtlinie ausgearbeitet für den Vollzug des § 12 in der Bezirkshauptstadt. Ja, das betrifft die Statutarstädte nur indirekt, weil da sozusagen über den rechtlichen Rahmen hinaus Spielräume genutzt werden, die natürlich nicht verbindlich in der mittelbaren Bundesverwaltung umgesetzt werden müssen. Insofern sind die Magistrate nur informiert worden. Aber für die Bezirkshauptmannschaften als nachgereihte Dienstorganisationen des Landes oder des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung ist das bindend. Ja. Und das haben wir Mitte Mai 2016 ausgegeben. Und da ist der Ablauf so skizziert, dass einmal eine Erstprüfung, also da kommt eine Meldung ein an die Gesundheitsbehörde und die Gesundheitsbehörde muss dann prüfen, besteht Suchtgiftmissbrauch und Missbrauch im rechtlichen Sinne heißt jeglicher nicht medizinisch indizierter Konsum.
Besteht das? Gibt es Gegenwartsbezug? Das ist nach der Judikatur 4 Monate, ja, dass das aus ist. Und dann sozusagen, was für Substanz geht es? Und da haben wir differenziert. Ergibt die Erstprüfung einen ausschließlichen Konsum von Cannabis, Ecstasy oder Psilocybin-Pilzen, dann wird eine Sozialarbeiterin mit fachspezifischen Kenntnissen mit der Risikobeurteilung beauftragt. Ergibt die Erstprüfung einen Konsum eines anderen Suchgiftes, dann wird eine mit Fragen des Suchgiftmissbrauchs vertraute Amtsärztin mit der Risikobeurteilung und gegebenenfalls mit der Beurteilung eines schädlichen Gebrauchs oder einer Substanzabhängigkeit beauftragt. Das heißt, wir differenzieren da, wenn wir sagen, bei Cannabis, Ecstasy und Psylos ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein schädlicher Gebrauch oder eine Substanzabhängigkeit vorliegt, relativ gering, ja? Wenn man es prozentuell auswertet. Insofern ist da eher der Fokus darauf, psychosoziale Faktoren einzuschätzen, die als Risikofaktoren gelten und deswegen sozialarbeiterische Orientierung, weil die Medizinerinnen klar gesagt haben, das ist ja nicht unsere Aufgabe, psychosoziale Risikofaktoren einzuschätzen. Unsere Aufgabe ist es, zu diagnostizieren, ja? Und damit sozusagen haben wir diese Professionssplittung vorgenommen. Wir wollten aber die Leute nicht generell zweimal vorladen und haben uns entschieden dazu, bei Heroin, Kokain etc., wo die Abhängigkeit oder der schädliche Gebrauch nach ICD-10 sehr wahrscheinlich ist, da sozusagen gleich zur Amtsärztin zu schicken. Ja? Wenn jetzt die Risikobeurteilung der Sozialarbeiterinnen schädlichen Gebrauch oder Abhängigkeit ergibt oder den Verdacht ergibt, wir diagnostizieren ja nicht, dann sozusagen ist die Doppelvariante vorgesehen, das heißt, dann schaut nochmal eine Amtsärztin drüber. Ja? So funktioniert sozusagen das, dann geht das zurück an die Gesundheitsbehörde, diese Stellungnahme, und damit wird sozusagen hingewirkt, dass die Personen die entsprechende Maßnahme auch durchführen. Ja? Wie schaut das jetzt konkret aus? Die Durchführung der Risikobeurteilung jetzt einmal. Da gibt es ein standardisiertes Verfahren, das zweiteilig aufgesetzt ist. Das erste ist ein sogenannter Fragebogen zur Selbstanamnese, wo die Leute einmal gebeten werden, auszufüllen, welche Substanzen haben sie konsumiert, in welcher Applikationsform und haben sie das in den letzten 6 Monaten konsumiert, also ist das ein aktueller Konsum. Dann haben wir sozusagen noch dazu da ein Fragebogen, der zur Einschätzung dient, ob das Selbstvertrauen sozusagen entsprechend ist, beziehungsweise ob Coping-Strategien da sind, beziehungsweise ob Angst da ist vor neuen Situationen etc. Ja. Und mit dem wird dann in der Befragung gegangen, da seht ihr sozusagen diese standardisierte Befragung, wo verschiedene Faktoren eingeschätzt werden. Das dauert insgesamt das Verfahren circa 1,5 Stunden. Jetzt Pi mal Daumen. Und das sind die Fragen, die dahinter stehen im Risikoprofil. Das heißt, es wird einerseits die Berufs- und Ausbildungssituation abgefragt, es wird das Freizeitverhalten abgefragt, es wird die Wohnsituation, finanzielle Situation, delinquentes Verhalten abgefragt, es wird der Substanzkonsum in verschiedenen Punkten abgefragt und es werden auch biografische Geschichten abgefragt und dann noch eingeschätzt von der Selbstanamnese die Selbstwirksamkeitserwartung, jetzt weiß ich, warum es mir nicht eingefallen ist, das Wort, weil ich es nicht aussprechen kann gerade. Und die Lebenszufriedenheit abgefragt, beziehungsweise die Perspektiven abgefragt. Und dann wird jeder Bereich gewertet, ob der jetzt protektiv ist, in verschiedenen Bereichen gibt es das nicht, oder ob das ein Risiko ist. Und das ist sozusagen dann das Risikoprofil, das von den Sozialarbeiterinnen bewertet wird und entsprechend dann ergibt, ob eine Maßnahme notwendig ist oder nicht. Das ist dann das Ergebnis. Und um dem Gesetz gerecht zu werden, weil es braucht eine ärztliche Begutachtung nach dem Suchtmittelgesetz, haben wir eine sogenannte Plausibilitätsprüfung einzogen. Das heißt, im Aktenstudium wird dann von der Amtsärztin der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde nur mal drüber geschaut und gesagt, okay, das Ergebnis ist plausibel und damit unterschrieben und damit sind wir rechtlich konform unterwegs mit dieser sozialarbeiterischen Risikobeurteilung. Die Risikobeurteilung jetzt amtsärztlicherseits ist ganz genauso aufgezogen, nur das amtsärztliche Gutachten, das nachher folgt, hat natürlich verschiedene medizinische Aspekte, die eingeschätzt werden müssen und auch die Diagnostik nach ICD-10, das heißt sozusagen Lingenkriterien, Diagnosekriterien des schädlichen Gebrauchs bzw. der Abhängigkeit vor, das muss da auch noch eingeschätzt werden als Arbeitshypothese. Ja. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Verfahren, das heißt sozusagen da
sind einmal diese Risikobeurteilung plus Gutachten und dann nach diesen Erhebungen wird entweder sozusagen, wenn es sich um eine Anzeige handelt, Meldung gemacht an die Staatsanwaltschaft oder Anzeige an die Staatsanwaltschaft gemacht oder es wird auf die Maßnahme hingewirkt mit einer entsprechenden Niederschrift und das auch kontrolliert und dann kommt es zum Abschluss des Verfahrens. Es kann aber auch da schon das Abschluss des Verfahrens sein, weil die Risikobeurteilung oder die amtsärztliche Begutachtung ergeben hat, dass keine gesundheitsbezogene Maßnahme notwendig ist. Ja. Ist sehr kompliziert, ich weiß. Ja. Und die Leute verstehen da das nicht, weil die haben drei Ebenen. Ja. Das erste ist sozusagen diese strafrechtliche Orientierung, das zweite ist die gesundheitsbürgerliche Orientierung und meistens das dritte auch die verkehrsrechtliche Orientierung, obwohl es leider alles das nicht gibt. Aber das ist rechtstheoretisch, weil die Meldungen trotzdem zum großen Teil an die Verkehrsbehörde gehen. Sie können auch an die Kinder- und Jugendhilfe gehen, sie können auch an die Waffenbehörde gehen und sie können auch an die Passbehörde gehen. Das muss man dazu sagen. Das nennt man im rechtlichen Kontext manchmal die Verwaltungskeule, die mit Suchtmittelgesetzesdelikten einhergeht. Das heißt, da gibt es Schwierigkeiten, die auf diesen behördlichen Ebenen auch noch entstehen können. Gut, damit bin ich mit meinem Teil durch. Das ist die Hausübung, das sind nämlich die Chancen. Ich habe in einer Arbeit, ich habe selber den Masterlehrgang Sucht- und Gewaltprävention jetzt gemacht und habe in einer Zwischenklausur sozusagen das ausgearbeitet und habe überprüft, entspricht dieses Verfahren, das wir im § 12 Suchtmittelgesetz anwenden, auch den entsprechenden sozusagen State of the Art, den man in der Literatur findet und habe da das rausgenommen aus dieser Arbeit, wo es darum geht, was heißt Früherkennung und was heißt Frühentwicklung. Prävention, wo ist das im Rahmen der Prävention drinnen? Das zweite ist, was sind Schutz- und Risikofaktoren? Das sozusagen ausgearbeitet haben wir da mit unserem Risikoprofil eigentlich auf dem aktuellen Literaturstand, das ich da diskutiert habe und da sozusagen verschiedene Modelle diskutiert habe. Das war die Literatur dazu, die ich verwendet habe und das gebe ich euch sozusagen als Hausübung mit, damit man sich das lesen kann. Und nachdem das sehr komplex ist, haben wir mal kurz nach Zürich geschaut. Es ging einfacher auch. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.